Kessel Guckensachse und Chefredakteur Friesen live beim Roulette-Spiel Autor Dr. D. Seltzer McKenzie YouTube. Werte Gambler, ich möchte Sie hier und heute auf ein Highlight im Internet am morgigen Donnerstag hinweisen. Der weltweit bekannte Kessel Guckensachse Carlo spielt morgen zusammen mit dem Chefredakteur der Roulette-Zeitung Herrn Friesen in einem Spielcasino, Genting in den Genting Highlands in Malaysia live im YouTube-Internet-Livestream ab ca. morgens 10 Uhr. Für die Übertragung haben wir den YouTube-Livestream spielcasino@gmail.com ausgewählt. Viele von Ihnen kennen noch den schon fast weltberühmten Kessel Guckensachse aus Dresden, der ja besonders in den 1990er Jahren in den deutschen Casinos von Berlin, Hamburg, Konstanz, Bad Wiessee und so weiter immer wieder als Großgewinner aufgefallen ist. Sogar der heutige amerikanische Präsident Donald Trump hat mit dem Kessel Guckensachse Carlo aus Dresden Bekanntschaft gemacht, als wir damals in seinem Casino Taj Mahal in Atlantic City dick gewonnen hatten und der Inhaber Donald Trump einen hohen Scheck ausstellen musste und sogar noch, freundlich und ehrlich wie Trump nun mal ist, uns mehrere kostenlose Tickets für Flüge in die USA geschenkt hatte, weil er hoffte, dass wir wiederkommen und er uns die Gewinne beim nächsten Besuch wieder abnehmen konnte. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen, als wir das nächste Mal da waren, haben wir wieder gewonnen. Nun hat sich der Kessel Guckensachse nach einem angeblichen Unfall am Bodensee ja zurückgezogen, auch sicherlich, weil es mit dem Geld nicht mehr so klappte und er jetzt möglicherweise wieder frisches Geld braucht und der Chefredakteur der Roulette-Zeitung hat mit ihm vereinbart, dass sie sich in dem seit über 40 Jahren bestehenden Genting-Casino auf den Genting-Hichlands treffen und live im Internet YouTube-Stream spielen. Das Casino hat inzwischen seine Genehmigung erteilt, dass in einem separaten Raum der Kessel Guckensachse Carlo mit einer Actions-Kamera auf dem Kopf, die live ins Internet überträgt, Kessel Gucken spielen kann. Der Kessel Guckensachse hat ja in den 1980er und 1990er Jahren in Deutschland erheblich Furore gemacht, eigentlich ist er sogar weltbekannt geworden als sogenannter Kessel Guckensachse. Viele von Ihnen kennen ihn ja sicherlich auch noch aus den deutschen Casinos, wo er damals auch immer sehr oft gespielt hat, bis er dann quasi abtauchen musste. Dass er abtauchen musste, hängt damit zusammen, der Kessel Guckensachse Carlo aus Dresden war damals 1976 über die Mauer gesprungen und tauchte in West-Berlin auf. Ich habe ihn selbst in einem Café am Kurfürstendamm mit anderen begrüßen können. Aber es war ebenso, dass der Kessel Guckensachse aus Dresden in Wahrheit nicht geflüchtet war, sondern geflüchtet worden ist, weil er in West-Berlin für die DDR-Stasi arbeiten sollte und deshalb noch seit der Wende aufgrund eines Berliner Strafgerichts eine Haftstrafe hätte absitzen müssen. Aber das ist jetzt alles Schnee von gestern, schauen Sie in die Zukunft und ich empfehle Ihnen morgen am Donnerstag, im Livestream live aus einem realen Casino sich anzuschauen, wie der weltbekannte Kessel Guckensachse Carlo aus Dresden nicht nur zu seinem Ruhm, sondern auch zu seinem Geld gekommen ist.